Gute Besserung. Ein Brief an eine Freundin. Liebe Carola, ich habe mich sehr über deinen netten Brief gefreut. Es ist nie schön, wenn man krank ist. Wenn es mir nicht gut geht, bleibe ich normalerweise zu Hause und trinke viel Tee. Außerdem kannst du Tabletten gegen Kopfschmerzen nehmen. Du kannst Neocitron nehmen. Das ist ein wirksames Medikament. Du schreibst mir, dass du dich nicht konzentrieren kannst. Das ist normal, weil du krank bist. Aber ich habe eine Lösung für dich. Meine Oma macht immer Kräutertee. Dann geht es auch wieder besser mit der Konzentration. Ich kann dir morgen welchen in die Schule mitbringen. Es gibt viele Gründe für deine häufigen Erkältungen. Ich glaube, dass du die Fenster kurz öffnen solltest und dann wieder schließen. Wenn man, wie du, das Fenster immer ein bisschen offen lässt, erkältet man sich schnell. Außerdem gut und länger schlafen. Denn ich glaube, dass du zu viel und zu lange lernst. Dein Körper ist müde und braucht eine Pause. Es ist auch wichtig, einen anderen Plan zu haben. Wenn du die Prüfung jetzt nicht machst, denkst du, dass du sie später nachholen kannst? Oder sprich doch einfach mit deinem Lehrer und frage ihn, was er vorschlägt. Gute Besserung und vielleicht bis morgen. Viele Grüße! Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann, ciao! Ein Brief an einen Freund oder eine Freundin. Dieser Brief passt gut zur B1-Prüfung. Oben findet ihr den Link. Liebe Marianne, ich habe mich sehr über deinen netten Brief gefreut. Ich glaube, dass Dezember die richtige Zeit für eine Reise in die Schweiz ist. Du hast mir geschrieben, dass du keine Hitze magst. Deshalb solltest du im Winter zu mir kommen. Wir können in den Bergen wandern. Im Winter liegt in den Bergen viel Schnee. Aber es gibt auch viele Möglichkeiten, wenn du etwas anderes machen möchtest. Außerdem können wir auch an den Schwarzen See fahren. Er ist ganz nahe bei mir. Im Winter hat er viel Eis. Dann ist er sehr schön. Du solltest dir warme Kleidung mitbringen oder mitnehmen, weil es in der Schweiz sehr kalt sein kann. Das Wetter ist ähnlich wie in Deutschland. Zur Vorbereitung der Reise solltest du ein paar Sachen mitnehmen. Du brauchst einen Ausweis, eine Sonnenbrille und warme Socken. Manchmal ist es sehr kalt. Ich freue mich schon, dass du bald kommst. Viele Grüße!
Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Ciao. Ein Text für die C1-Prüfung. Oben im Link findet ihr weitere Materialien. Studentenleben. Die Statistik Studentenleben aus dem Jahr 2006 erschien im HIS, beschreibt die finanzielle Situation der Studenten in Deutschland. Die durchschnittlichen monatlichen Einnahmen der Studenten betragen 770 Euro. Links geht es um die studentischen Geldquellen und rechts um studentische Ausgaben. Es gibt drei große Quellen der Finanzierung. Die Eltern geben 90% der Studenten Geld. 60% der Studierenden arbeiten und fast 30% bekommen BAföG. Außerdem stammt das Geld von Verwandten, Ersparnissen, Partnern und anderen Quellen. Demgegenüber stehen die Kosten. Sie gliedern sich in Miete und Nebenkosten mit fast 266 Euro, Lebensmittel 147 Euro und Ausgaben für den Verkehr 82 Euro. Zudem kommen Freizeit, Gesundheit, Kleidung, Kommunikation und Lernmittel mit jeweils rund 50 Euro. Die Auswirkungen dieser Situation sind, dass wohlhabende Kinder bessere Chancen haben, auf eine gute Universität zu gehen. Sie müssen nicht arbeiten. Andere Studenten jedoch müssen für ihren Lebensunterhalt arbeiten und haben weniger Zeit zum Lernen. Einerseits haben sie mehr Stress, um das gleiche Ziel zu erreichen. Andererseits bringt die Arbeit auch Erfahrungen, wie das Erlernen von Sparen, die Suche nach Arbeit und die Bekanntschaft mit neuen Kollegen. Das ist gut, weil man so die Zusammenarbeit trainiert und Kontakte für den späteren Beruf aufbaut. Meiner Meinung nach ist es schwierig, die in der Statistik aufgeführten Kosten zu reduzieren. Man könnte aber vielleicht in einer Wohngemeinschaft leben. So können die Studierenden die Miete, die Nebenkosten und die Lebensmittel teilen. Außerdem kann man mehr Rad fahren. Das ist billiger und gesünder, als immer den Bus zu nehmen. In meinem Heimatland der Schweiz ist es genauso wie in Deutschland. Die prozentuelle Einkommenssituation ist dieselbe, aber die Kosten sind viel höher. Für die meisten Schweizer Studenten ist es normal, neben der Universität einen Job zu haben. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann, ciao!
Briefe für B1 und B2. Liebe Marcella, danke für deinen Brief. Es hat mich sehr gefreut, dass du mir wieder einmal geschrieben hast. Ich hatte auch schon einmal ähnliche Probleme. Ich hatte mir einen neuen Pullover gekauft, aber er war zu eng. Danach wollte ich unbedingt abnehmen, genau wie du. Aus diesem Grund verstehe ich dich sehr gut. Ich denke, dass deine Mutter verrückt ist, weil 3 Kilo abzunehmen nicht gefährlich für deine Gesundheit ist. Ich kann dir einen Tipp geben, wie man abnimmt. Man muss viel Wasser trinken, viel Gemüse essen und am Abend leichte Dinge essen, zum Beispiel Salat. Außerdem solltest du wenig Brot essen. Du solltest besonders darauf achten, viel Sport zu treiben. Du kannst mit deiner Freundin joggen gehen. Nach dem Abendessen solltest du 10 Minuten spazieren gehen. Schreib mir bald, ob es funktioniert. Viele Grüße. Ich hoffe, der Brief hat euch gefallen und geholfen. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt ihn. Bis dann. Ciao.